So, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir auf dem C64 Mini. Jetzt spiele ich Gripplay's Day Out von Andrew Braybrook aus dem Jahr 1985. Und das liest sich so: Rette 8 Gripplets auf jedem der 16 Level und bringe sie zur sicheren Höhle, bevor es die Kreaturen tun. Okay, ich muss irgendwie Gripplets finden. Oder retten. Das Psy-Netz behindert Gripplay aus seiner Mission, aber es schützt auch vor Seon der Blackborien. Was ein... Das Psy-Netz kann während des Spiels ein- und ausgeschaltet werden. Um zu gewinnen, musst du die Gripplets zusammentreiben, die sich hinter Felsen verstecken, über Seen schweben und auf schwimmenden Inseln sind. Okay. Also, ich bin kein Gripplet, sondern ich bin Gripply. Und ich muss die Gripplets suchen. Die gibt's da irgendwo. Ich starte es einfach mal. Mit der Beschreibung kann man irgendwie nicht allzu viel anfangen. Ups. Tschüss. So. Psy Bank. Psy Energy Transpon schon wieder. So. Bom, bom. Bom. Hui. Ach, das ist Psy. Und das hier, was ist das? Eine Quelle. Die fluten da rum. Und das, was ist das? Sind sie noch nicht? Ach, und nach oben kann man... Übt man also. Feuerknopf tut rein gar nichts. Aber ich glaube, das tut mir was, oder? Mal gucken. Ne, das tut mir auch nichts. Jetzt habe ich noch so ein Psy. Da hätte ich jetzt nicht hin sollen. Oh, da darf ich auch nicht. Okay. Manche Sachen darf ich berühren, manche Sachen darf ich nicht berühren. Welche das sind, es ist mir ein Rätsel. Aha. Wie fängt man das Springen an, wenn man sich länger... Ist das jetzt ein Griplet? Das ist ja fast so wie Mondlander hier. ISYMC. Und diese komischen Quallen. Ah! Das sind die Gripplets. Dafür ist der Feuerknopf gut. Zum Retten. So, gerettet. Jetzt habe ich einen. Und wo muss ich ihn hinbringen? Auf den Boden? Ups. Da muss man langsam tun. Endlich mal kein hektisches Spiel. Hä? Was war das? Jetzt hast du ihn wieder frei. Wo ist denn der sichere Hafen? Wo die Viecher hin müssen. Die Brühe ist nicht gut, habe ich schon festgestellt. Ja, dieses Netz ist auch nicht gut. Die ist auch nicht gut. Was ist das denn? Für ein fliegendes Schwein. Das macht mir nichts, dieses Slinky. Also man muss hier so ein Labyrinth sozusagen langlaufen. Mhm. Jetzt ist da so ein schwarzer Krebs. Ja. Ups, ups, ups. Jetzt bin ich aber ganz kurz vor knapp. Psy suchen.
Na, nicht so weit hüpfen. Jetzt bin ich doch wieder am Anfang, oder? Da tut mir ja doch nichts. Ich weiß nicht, wo ich sie hinbringen muss. Das macht mir nichts, das verwirrt mich nur. Woher kann ich wissen, dass sie da sicher sind? Wie muss man das denn rausfinden? Durch Tricksen oder wie? Oho. Ach, das ist ja gemein, dass man da ne gehängen bleiben kann und dann tot ist. Und dann lieber oben. So. Irgendwo müssen die ja noch rumfliegen. Oh. Warum tut mir denn auf einmal der Baum was? Noch ein Versuch. Das ist sie. Jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Diese Dinger hier einsammeln. Dann hier rumhüpfen. Nein, hier behutsam hoch. Ja, ohne. Und das Ding freilassen. So, da oben ist nämlich noch einer, habe ich gerade gesehen. Tut das mir was? Nee. Solange ich da laufe, scheint es mir nichts zu tun. Aber wenn ich in der Luft bin, schon. So, eingesammelt. Dann wieder hier runter. Ja, nicht den Rand berühren. Abladen. Vorsicht, Rand. Was soll denn das? Ich habe den Rand doch schon lange verlassen. Aber macht keinen Spaß, wenn da so welche großen Bugs drin sind. Die Küche ist ja knuddelig, ne? Aber da mit dem Rand, das war ja eben, coole Aktion. Wo ich hier noch irgendwo so eine Qualle. Eine Gripply. Ja, der Rand, das ist. Das geht nicht. Was ist das für eine Konstruktion? Ah, da ist ja noch einer. Was soll das? Ich hab's schon lang verlassen und es macht trotzdem noch. Ja, es macht ja irgendwie keinen Spaß, wenn wir hier an jedem Scheiß. Ja, das ist also. Leute, das war Gripply Stay Out. Ja, nervt halt irgendwie mit der Kollisionsabfrage. Das scheint mir noch nicht ganz fertig zu sein, das Spiel. Wenn das ein bisschen fairer wäre und dann könnte man das eventuell länger spielen, aber so habe ich ehrlich gesagt keine
großer Lust. Damit endet also das Let's Play. Schauen wir uns das nächste Spiel an.